Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kryptonauten, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe in der Kryptosektion der Informationsdata. Heute ist Sonntag, der 15. Juli 2018. Und liebe Kryptonauten, falls ihr das letzte Krypto-Video und das vorletzte Krypto-Video zum Thema Bitcoin geguckt habt, dann seid ihr herzlich eingeladen, und ich meine das absolut im Ernst, jetzt das Video positiv zu bewerten und danach die Wiedergabe zu stoppen. Jetzt werdet ihr fragen, aha, bist du des Wahnes nackte Braut oder warum sagst du das? Nein, bin ich nicht, sondern ich sage es euch deswegen, weil sich, seitdem ich das letzte und vorletzte Video zu Bitcoin gemacht habe, nichts geändert hat. Nämlich hier hatten wir schon miteinander darüber gesprochen. Bitcoin-Preis unter 6.000, kommt jetzt Panik auf, war die Überschrift. Die Antwort war nein, wir glauben nicht, dass Panik aufkommt. Wir glauben eher, dass der Markt nach oben läuft. Und insbesondere, wenn der Markt hier über diese horizontale 6.260 drüber geht, dann ist das Ziel 6.8. Wäre ein Trade wert, würde ich selber traden. Hier habe ich euch gesagt, wir sind an der Zielzone. Ich würde den Großteil der Position rausnehmen. Entweder ganz rausnehmen oder einen Großteil rausnehmen, nicht die Hälfte. Und dann dürfte für die kleinen Klitschko-kleinen Reste der Markt nicht mehr unter die 6.170 fallen. So, hat er gemacht. Und dann hatten wir miteinander darüber gesprochen, also möglicherweise ist das hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, gehen wir gleich drauf ein, oder das ist eine bärische Konsolidierung. Und das ist auch nach wie vor der Fall. Und wenn wir sagen, es ist nach wie vor der Fall, jetzt müsste man das schon wieder mit Wilhelm Tell sagen, hier oben, dieser Widerstand im Bereich von 6, 8, 7.000. Also durch diese hohle Gasse muss er gehen. Es führt kein anderer Weg nach Küssnacht, ist das Stichwort. Das heißt, wir haben hier diese letzten Hochs. Seht ihr das hier? Im Bereich von 6, 8. Wir haben aber auch die psychologische 7.000. Das ehemals Unterstützung war bei 7.020 und durchgefallen ist. So. Und deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, liebe Leute, es kommt auf die 6.8 drauf an oder auf die 7.000 drauf an, sondern man muss es sich genauer anschauen, wie der Markt, wenn er denn dahin kommt, wie er dahin kommt, ob der hier hinkommt und dann richtig schön sich festsetzt und dann boom macht in Richtung 7.000. Und dann würde ich sagen, okay, Rücksetzer haben das Potenzial, dass wir in Richtung 7779 laufen. Erstens. Zweitens, falls der Markt aber so mir nichts, dir nicht so läuft und einfach so durch die 6,8 durchläuft, dann würde ich sagen, der Markt beachtet das nicht, hat nicht so viel Aussagekraft. So, und deswegen geht es auch nicht darum, dass ich euch jetzt keine genaue Marke nennen möchte, sondern das muss der Markt erstmal entscheiden. Erstens. Zweitens, ganz wichtig ist zu verstehen, dass der Markt entweder gerade hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation macht, oder man muss einfach sagen, okay, der Markt macht gerade eventuell auch eine bärische Seitwärtskonsolidierung. Das heißt, der fällt, der bleibt liegen und dann setzt er das fort. Jetzt ist die Frage, gibt es eigentlich Präferenzen oder gibt es keine Präferenzen? Im Gegensatz zu, ich weiß gar nicht, ob ihr schon so lange dabei seid, hier. Da habe ich euch gesagt, au Leute, das sieht extrem nach Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus, also inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und wir haben eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, in Richtung 12.000 zu laufen. Da waren wir hier, was haben wir eigentlich damals gemacht? 11.795, also $200 vom Ziel weg. Und wir waren damals im Bereich von 7.778. Das sah sehr stark nach Schulter-Kopf-Schulter-Formation invers aus. Volumenprofil, auch so die Zeiteinheiten passten. Hier. Ja, jetzt im Moment könnte das noch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation inverse sein. Ich habe aber insgesamt zu wenig Informationen, um zu sagen, ich präferiere das eine oder andere. Erstens. Zweitens. Damit wir von dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sprechen wollen, ist es schon wichtig, dass der Markt das hier nicht mehr reißt. Also 6.120, 6.1. Okay? Gut, was ist denn, wenn der Markt das reißt? Was ist, wenn er dann durchfällt? Ist es dann ein bärisches Signal? Wenn ihr jetzt von 6.1 da in Richtung 5.8, in Richtung richtig starke Unterstützungszone über die ganz kleinen Zeiteinheiten traden wollt, könnt ihr das machen. Ich glaube aber, dass den allermeisten
die Fertigkeiten fehlen. Und ich glaube auch, dass da zu viele junge Leute in YouTube-Videos machen und so tun, als wäre Traden in der kleinen Zeiteinheit total einfach. Und ich glaube aber, dass die jungen Menschen, die diese Videos machen, das selber nicht können. Und in den ganz kleinen Zeiteinheiten kann ich auch nicht traden. Das ist gar nicht meine Spezialität. Also kurzfristiges Traden, also richtig kurzfristiges Daytraden, das ist eine hochgradige Spezialisierung. Und da verlieren 95% der Leute ihr Geld. Und jedes Mal, wenn ich das in diesen Videos sage, kommen dann andere junge Leute und schreiben darunter Kommentare, du tust immer so, als wären wir blöd. Nee, ich tue nicht so, als wärt ihr blöd. Aber glaubt ihr denn, dass wir in der Lage wären, mit einem Formel-1-Boliden durch Monaco mit 300 km/h zu rasen? Ja, wahrscheinlich schon, aber das auch nur für 30 Sekunden. Dann setzt ihr das Ding nämlich an die Wand. Das ist eine hochgradige Spezialisierung. Und deswegen, ja, wenn man die Fertigkeiten hat, könnte man es traden. Ich werde es nicht machen. So, mag lieber die größeren Zeiteinheiten, die klareren Formationen. Aber was wäre denn, wenn jetzt die 6-1 risse? Ja, dann müssen wir uns mit 5-8 beschäftigen. Ganz einfache Kiste. Dann kann der Markt nämlich immer noch zum Beispiel keine inverse Schulterkopf-Schulterformation machen, aber einen Doppelboden. Mhm. Weil das nämlich immer noch eine ganz übergeordnet starke Unterstützungszone ist. Und richtig bärisch würde ich auch erst werden, wenn diese Marke viele mit dem Wissen, 5,4 ist eine Unterstützung und 5,000 ist eine psychologische runde Marke. Das heißt, einfach hier durchfallen ohne mich. Kann er machen, ich trade es nicht. Ich trade es, wenn er nochmal hier hinkommt, nochmal einen Bounce macht und dann da durchfällt. Wenn er in einem durchfällt, dann gucke ich es mir an, wie er da durchfällt, wie er in der Rückwärtsbewegung ist und gegebenenfalls den Rücklauf würde ich nutzen. Und ich möchte das bitte unterstreichen, dass ich euch die Videos nicht mache, so à la Finanzmarktanalysten, was im klassischen Finanzmarktsektor total modisch ist, so man kann und ihr könnt und hier ist Unterstützung und da ist Widerstand, aber keiner sagt, was er selbst machen würde. Im Gegensatz dazu sage ich euch ganz klar, das würde ich kaufen, da würde ich reingehen, das wäre meine Zielzone. So, jetzt oben hin, 6, 8, 7.000 mit dem Ziel in Richtung, wie gesagt, 7, 8, 8.000. Wichtig ist dabei Folgendes, jetzt gerade über die Stunde, Achtung, Widerstand, 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 erinnert ihr euch, habe ich gesagt, Leute, es wird schwer für die Bullen, durch diese Widerstandslinie durchzugehen, die habe ich einfach nur runterkopiert. So, ist Unterstützung, Unterstützung, wir fallen durch. Das heißt, kurzfristig ist hier 6.500, 200-Stunden-Linie, horizontal, ehemals Unterstützung, jetzt Widerstand und 20-Tage-Linie erstmal ein Widerstand. Also als erstes müssen die Bullen das hier nehmen, dann können wir sagen, ja, jetzt könnt ihr wieder nach oben laufen, dann können wir uns über die inverse Schulterkopf-Schulterformation unterhalten und nach unten hin muss man die Augen richten in Richtung 6000, 6075, von da aus größere Wahrscheinlichkeit darunter. Je kleiner man traden muss, desto schwieriger ist es. Je klarer der Trend ist, so, desto einfacher ist es. Und deswegen in der Konsolidierung gibt es jetzt gerade noch eine untergeordnete Konsolidierung. Und davon könnt ihr euch nochmal die kleinere Konsolidierung rausnehmen. Und das kann man alles traden. Nur ist das hier gerade kein einfacher Markt zu traden. Es gab ein Setup, das konnte man traden. Wenn man so über den 4-Stunden-Chart, Tageschart, meinetwegen über die Stunde kommt. Und ansonsten ist hier gerade Motto nur gucken, nicht anfassen. Zumindest für mich. In diesem Sinne. Jetzt habt ihr euch doch, wie lange habe ich geredet? 9 Minuten gegeben. Weiß nicht, ob ich neue Informationen für euch hatte. Ich finde nicht. Wenn ihr das findet, dürft ihr das gerne kommentieren, dürft das gerne bewerten. Ihr dürft sehr gerne das mit anderen teilen. Damit noch mehr Leute diese Videos finden, würde ich mich sehr darüber freuen. Und last but not least, Leute, genießt euren Sonntag und wie immer und von mir aus herzlich gerne alle Kryptos, aber alle, also selbst Useless Coin, großartig übrigens, bitte nicht, das ist keine Empfehlung, Useless Coin ist dieser Coin, von dem der gesagt hat, ich mache ein ICO und mein Coin kann nichts und hat keinen Wert, cooler Typ, und Investoren können da nichts erwarten, außer Preisrückgang und hat ein ICO gemacht und ich weiß gar nicht, wie viel Geld er damit gemacht hätte, also alle Kryptos von mir aus, zum Mond, zum Mars und zum Omega,
Hauptsache, ihr alle bleibt gesund und glücklich.